Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 34 der Reihe über romantische Liebe in der Literatur des Abendlandes im 18. und 19. Jahrhundert. Und heute soll es um die Ausgrenzung der gleichgeschlechtlichen Liebe gehen. Romantische Liebe, das ist ein Liebesmuster, das in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entsteht und das sich dann im 19. Jahrhundert durchsetzt. Und dieses Modell romantische Liebe in Europa beinhaltet binäre Geschlechtsmuster. Ein binäres Geschlechtsmuster, das heißt, die Beziehungen zwischen Menschen werden reduziert auf zwei mögliche Geschlechter, nämlich das männliche und das weibliche Geschlecht. Und alle anderen Liebesbeziehungen zwischen Menschen, romantische Liebesbeziehungen zwischen Menschen, werden mit diesem Modell ausgeschlossen. Erst im 20. 21. Jahrhundert wird man die romantische Liebe auch bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen und anderen möglichen Beziehungen wieder entdecken. Ich zitiere noch einmal Friedrich Schlegel, Lucinde. In diesem Roman zeigt Schlegel, wie durch die ideale Verbindung, die Verschmelzung der Geschlechter von Mann und Frau, eine paradiesische Harmonie eingeführt wird, die den einen Teil durch den anderen ergänzen lässt und zu einer Ganzheit verschmelzen lässt. Er spricht von der wunderbaren Allegorie auf die Vollendung des männlichen und weiblichen zur vollen ganzen Menschheit. Zur vollen ganzen Menschheit gehört in Zukunft nur noch das Männliche und das Weibliche, und andere Liebesbeziehungen zwischen anderen Partnern werden nun ausgeschlossen. Und das beruht darauf, dass das Männliche und das Weibliche mit ganz bestimmten Wesensmerkmalen assoziiert werden, die sich polar entgegengesetzt sind und die es nach der damals herrschenden Meinung bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen so nicht gab. Eben zum Beispiel bei homosexuellen Beziehungen. Generell ist es so, dass sexuelle Beziehungen in allen Kulturen, zu allen Zeiten, in allen Arten immer heftig diskutiert werden, immer interessant sind, immer umstritten sind, und es gilt nach wie vor der schöne englische Spruch Sex sells. Wenn man einen Roman oder einen Film verkaufen will, wenn man eine kleine sexuelle Geschichte einpflicht, dann verkauft sich die Geschichte. Die Frage ist nur, wie geht man sexuell miteinander um? Mit wem? Wo? Und da gibt es eben große kulturelle Unterschiede. Wir haben in Indien immer ein sogenanntes drittes Geschlecht gegeben. Das gibt es übrigens auch noch in anderen Kulturkreisen. Und der Umgang, wie Mann und Frau oder Menschen sexuell miteinander umgehen, ist eben von Kultur zu Kultur höchst unterschiedlich. Wenn Sie sich Liebesfilme in Korea anschauen, im Unterschied zu amerikanischen, US-amerikanischen Filmen, da gibt es gewaltige Unterschiede. Und schon in den 70er Jahren hat ein Autor ein Buch geschrieben, das ich sehr mag, bis heute sehr gern lese, Paul Watzlawick, Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Und da schildert es eher, wie es zu Missverständnissen gekommen ist im Zweiten Weltkrieg zwischen Soldaten der US-Armee und Soldatinnen der großbritannischen Armee. Da geht es um den Zeitraum, wann darf der erste Kuss gewechselt werden. Was sexuell erlaubt ist und sogenannt normal ist, das wird vom Mainstream dominiert und definiert.
Und in Europa hat sich nun eben durch das Christentum und den Platonismus eine Leibfeindlichkeit durchgesetzt, die es in anderen Kulturkreisen, zum Beispiel auch in anderen religiösen Kulturkreisen, wie im jüdischen oder islamischen, so nicht gibt. Im abendländisch-christlichen Kulturkreis ist der Geschlechtsakt nur erlaubt, lange Zeit gewesen, nur erlaubt gewesen, im Zusammenhang mit der Erzeugung von Nachkommen. Alles andere, alle anderen sexuellen Akte waren Lust, waren ein Laster und dementsprechend wurden auch Sexualpraktiken, die nicht auf die Reproduktion, auf die Produktion von Nachkommen gerichtet waren, strengstens verboten. Das sind die sogenannten Verbote von Sodomie, also Analverkehr, wie man es dann in späterer Zeit darauf reduziert hat. Dass ein Verkehr auf die Art und Weise wurde mit harten Strafen versehen. Generell gilt, dass man bis ins 18. und 19. Jahrhundert keinen Unterschied machte zwischen sexuellen Praktiken und sexueller Orientierung. Es gab noch gar keine sexuelle Orientierung in dem Sinne, dass ein Mensch ein festes sexuelles Wesen, einen festen sexuellen Charakter hatte, sondern er ging sexuelle Beziehungen ein mit bestimmten sexuellen Handlungen und einige von ihnen waren erlaubt und andere nicht. Und so gilt, dass bis ins 18. Jahrhundert im Abendland homoerotische Beziehungen und Praktiken belächelt, belacht, bestraft wurden, aber nicht wieder natürlich waren, da es eben, wie gesagt, noch keine sexuelle Orientierung, angeborene Natur gab. Erst die bürgerlich-industrielle Gesellschaft Europas ab Mitte des 18. Jahrhunderts verbindet nun den Gedanken der Sexualität mit dem Gedanken der Natur, mit einem angeborenen Wesen und dann reduziert man die Naturen auf zwei. Entweder ist man Mann oder Frau und dazwischen gibt es nichts. Das hat dazu geführt, dass dann auch im Zeitalter der Aufklärung homoerotische Beziehungen sowohl strafrechtlich als auch in späterer Zeit medizinisch behandelt worden wurden. Es gab sogenannte Umerziehungsmaßnahmen von Homosexuellen. Das geht ja bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Dass man sich nichts mehr anderes als entweder Mann oder Frau vorstellen konnte, bringt sehr schön einen Satz eines Rechtsgelehrten zum Ausdruck, nämlich Jean-Louis de l'Olme, ein Rechtsgelehrter, 1740 in Genf geboren, 1806 im Kanton Solothurn gestorben. Er hat lang in Amerika, in England gelebt und viele staatsrechtliche Werke geschrieben. Und er sagt nun folgenden Satz: Das Parlament, gemeint ist das englische Unterhaus, kann alles tun, außer eine Frau zu einem Mann und einen Mann zu einer Frau machen. Erinnern wir uns, wir haben in einer Zeichensetzung davon gesprochen, dass in der ständischen Gesellschaft des 17. und 18. Jahrhunderts in Europa, also in dem Zeitalter, das man auch das Barocke oder Rokoko-Zeitalter nennt, die Identität einer Person und ihre Rechtsmöglichkeiten primär bestimmt waren durch ihre ständische Zugehörigkeit. Also durch ihre Zugehörigkeit zu einer Familie, einer ständischen Familie. Und erst in zweiter Linie wurde dann ins Auge gefasst, ob man Mann oder Frau war. Nun, in der bürgerlichen Libertinären Gesellschaft
In einer Gesellschaft, die auf Gleichheit aus ist und die Stände aufhebt, wurde die zweite Unterscheidung, nämlich die zwischen Mann und Frau, zur primären Unterscheidung. Und nach ihr richtete sich von nun an die rechtlichen Möglichkeiten eines Menschen aus. Nur noch zwei Möglichkeiten gibt es, Mann oder Frau. Alle anderen waren wieder natürlich. Denn wie gesagt, es gab diese zwei entgegengesetzten Pole, das Aktive, das Passive, das Männliche, das Weibliche, wie wir es in vielen Sitzungen auch in dieser Season besprochen haben. Und so wurde erst dann im 19. Jahrhundert, um 1860 herum, ein neuer Begriff eingeführt, nämlich der Begriff Homosexualität. Und der wurde nun ein Fall für Gerichte und Mediziner. Wir werden uns das nächste Mal ausführlich mit dem Fall Oscar Wilde beschäftigen, der ja nun ein grausames Schicksal erleiden musste, weil er als Homosexueller vor Gericht gestellt und eine harte Strafe empfing. Michel Foucault hat diese Entwicklung im Abendland schon 1976 auf den Begriff gebracht in seinem Buch La Volonté de Savoir, Deutsch 1983 erschienen unter dem Titel Der Wille zu wissen. Darin schreibt Michel Foucault: Der Homosexuelle des 19. Jahrhunderts ist zu einer Persönlichkeit geworden, die über eine Vergangenheit und eine Kindheit verfügt, einen Charakter, eine Lebensform und die schließlich eine Morphologie mit indiskreter Anatomie und möglicherweise rätselhafter Physiologie besitzt. Nichts von alledem, was er ist, entrinnt seiner Sexualität. Sie ist überall in ihm präsent. Allen seinen Verhältnissen unterliegt sie als hinterhältiges und unbegrenzt wirksames Prinzip. Der Sodomit war ein Gestrauchelter. Der Homosexuelle ist eine Spezies, eine neue Art, eine Seinsweise. Diese Beschreibung Michel Foucaults ist aufgegriffen worden von der Wissenschaft und hat in letzter Zeit eine neue Nuance bekommen. Man hat nämlich die Beziehung zwischen den Geschlechtern eingegliedert in die allgemeinpolitische Entwicklung des 19. Jahrhunderts und damit in den Zusammenhang von Kolonialismus und Rassismus. Zwei Soziologen an der Ludwig-Maximilian-Universität München haben im Mai 22 einen Artikel geschrieben, der den Zusammenhang von Rasse, Klasse und Geschlechter thematisiert. Dass Geschlechter eine solche Bedeutung haben können, war auch für die moderne Gesellschaft neu. Erst die bürgerliche Gesellschaft entdeckt den Geschlechtscharakter und baut ihn zu einer polarisierten Form aus, mit stabilen Charakterzügen und Fertigkeiten. Es kommt geradezu zu einer Besessenheit vom Geschlecht. Man sieht dann nichts anderes mehr, so beschreiben sie. Und sie beschreiben, dass genau in dieser Zeit eben auch der Gedanke der Rassen entsteht, die genauso eben definierte Charaktereigenschaften bestimmten Menschen zuschreiben, ein Gedanke, der heute eben wirklich nicht mehr aktuell ist und gehalten werden kann, um Gottes Willen nicht mehr. Damit wird die Diskussion um Gender, um Geschlecht eingegliedert in die allgemeinpolitische Entwicklung im 19. Jahrhundert. Und wie gesagt, dieses 19. Jahrhundert hat eben den Gedanken der Entwicklung in der Zeit weitergedacht in Hinsicht auf Fortschritt. Man hat im 19. Jahrhundert dann
die sogenannten objektiven Wahrheiten wieder neu erfunden und sie den Naturwissenschaften in erster Linie zugeordnet, die Naturwissenschaften, die die Welt objektiv erkennen können, im Unterschied zum Beispiel zu den Geisteswissenschaften. Und man hat nun die Menschen einem Prozess unterworfen, den man Biologisierung nennen kann. Menschen werden jetzt definiert durch ihr Geschlecht und eben durch so etwas wie Rasse. Blicken wir noch einmal ganz kurz zurück auf die Geschichte der homosexuellen Beziehungen im Abendland. Lange Zeit waren homosexuelle Beziehungen absolut nicht tabuisiert. In der Antike ist die Knabenliebe kein tabuisiertes Thema. Sie ist normal, sie gilt als normal. Und auch bis in die frühe Neuzeit wurden die sogenannten Sodomiten, also die Menschen, die sexuelle Praktiken vollzogen, die nicht der Fortpflanzung dienten, diese Sodomiten, das war ein Laster, aber ein Laster, das allgemeinmenschlich war und nicht einer bestimmten Kategorie von Menschen zugeordnet werden konnte. Man verfolgte sie strafrechtlich, keine Frage, gerade auch die Kirchen. Man stellte sie öffentlich zur Schau, man folterte sie, sie mussten ins Exil gehen und im schlimmsten Fall drohte ihnen der Tod. Aber es waren keine Wesenseigenschaften, sondern eben etwas, was sich auch ändern konnte, wenn sich eben zum Beispiel die Verhältnisse änderten, wenn zum Beispiel der Mann heiratete oder wie auch immer. Lange Zeit gab es auch im Abendland den Begriff der Freundschaft. Das sind zum Teil sehr romantisch leidenschaftliche Beziehungen zwischen Personen, die durchaus auch ins Sexuelle reichen konnten. Der Begriff sind die sogenannten Bettgenossen und die bis in die frühe Neuzeit als völlig normal wahrgenommen wurden. Dann kommt die frühe Neuzeit und in vielen Ländern die Säkularisierung der Kirchengüter, zum Beispiel in den protestantischen, aber eben auch in England. Und da kommt es nun dazu, dass Heinrich der VIII. Nun die Verfolgung, strafrechtliche Verfolgung gewisser Vergehen, auch sexueller Vergehen, an sich zieht. Und damit werden so Sexualpraktiken zum Thema für das weltliche Strafrecht. Die Sodomie war vorher eine Sünde, die von den Kirchen verfolgt wurde. Und nun wird sie in dem modernen Staat ein kriminelles Vergehen gegen den Staat. Es entsteht eine sogenannte Verrechtlichung. Nun ist es so, aber bis ins 18. Jahrhundert hinein hat man darüber hinweggesehen. Homosexuelle Beziehungen wurden nicht verfolgt, schon gar nicht, wenn sie Personen aus höheren Kreisen betrafen. Und es ist allgemein bekannt, dass der Bruder Ludwigs des 14., Philipp der Erste von Bourbon, Monsieur, gestorben ist er 1701, ganz offensichtlich homosexuelle Vorlieben hatte, männliche Partner bevorzugt hat. Und das hat ihn aber nicht gehindert, eben seine zweite Frau war ja die Lieselotte von der Pfalz. Es war ein offenes Geheimnis, dass er Männer liebte. Man lächelte drüber, aber strafrechtlich wurde das natürlich für keinen Fall verfolgt. Nun, im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung und dem neuen Gedanken der angeborenen Natur wird Homosexualität zu einer angeborenen Störung. Und von nun an wird eben differenziert zwischen homosexueller Orientierung als Wesensmerkmal eines Menschen, seiner sogenannten falschen Natur,
und den homosexuellen Praktiken. Die Aufklärung hat sich bemüht, das auch durchaus medizinisch zu behandeln. Und in dem Zusammenhang ist der deutsch-österreichische Psychiater und Rechtsmediziner Richard von Kraft-Ebing zu nennen. Gelebt hat er 1840 bis 1902. Der davon ausgegangen ist, dass Homosexuelle erblich belastete Perverse sind, die für ihre angeborene Umkehrung des Sexualtriebes, so hat er es genannt, aber nicht verantwortlich seien, weil sie eben angeboren ist. Und deshalb sollten sie keiner strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt werden. Man sollte sie den Nervenärzten übergeben, so hat er geschrieben in seinem Buch Psychopathia Sexualis 1886. Das ist ein Standardwerk geworden und beschreibt Homosexualität dort als erbliche Nervenkrankheit. Versuche, das in den medizinischen Bereich zu ziehen, sind im 19. Jahrhundert missglückt. Es blieb leider den strafrechtlichen Folgen. Und vor allem kirchlich-konservative Kreise plädierten dafür. Und zum Beispiel erst 2002 wurden in Deutschland die im Nazireich verurteilten Schwulen symbolisch rehabilitiert. Das hat so lange gedauert, bis man von dieser furchtbaren Vorstellung abkam. Interessant ist nun, dass diese Vorstellung, dass so etwas wie Homosexualität ein angeborenes Wesen ist, das noch dazu falsch ist, eine falsche Natur ist, dass das über den Kolonialismus und den Rassismus, der im Abendland aufkommt, nun in die Kolonien importiert oder sagen wir besser exportiert wird. Die Kolonien werden mit den europäischen Maßstäben vertraut gemacht, sie werden ihnen unterworfen und so tritt etwas ein, dass dort auf einmal etwas kriminalisiert wird, was vorher überhaupt gar nicht tabuisiert war oder gar nicht als irgendwie wieder natürlich oder so behandelt worden ist. 1857 wird zum Beispiel eben durch die Engländer die Homosexualität als krimineller Akt in Indien eingeführt. Und gerade das viktorianische England mit seinen puritanischen Vorstellungen exportierte viele dieser Vorstellungen in islamische Länder. Und diese Vorstellungen fassten dann dort Fuß und wirkten sich in der islamischen, arabischen Welt aus. Es gibt eine Soziologin, Arabistin namens Linda Hewitt, die Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Jacques Delors Center ist. Ihre Aufgabe ist es, eine zukunftsorientierte Europapolitik mit zu formulieren, mit anzudenken. Und sie schreibt ausführlich, wie diese neuen Vorstellungen und Abwertungen von homosexuellen Handlungen in den islamischen Ländern ankommen und wie sie die Vorstellungen dort transformieren. Jetzt erst, sagt sie, im späten 19. Jahrhundert wird zwischen sexueller Handlung und sexueller Orientierung in Europa unterschieden und das kommt nun auch in den islamischen Kulturen an. Zitat: Bis ins frühe osmanische Zeitalter koexistierte eine Vielzahl von sexuellen Idealen in der arabischen Gesellschaft. Erst mit dem viktorianischen Einfluss des Westens und ihrem Ideal einer heteronormativen Gesellschaft
bekommen Homosexualität und homosexuelle Handlungen einen schlechten Ruf. Fazit: Früher hatte man Sex, ohne eine Sexualität zu besitzen. Heute kann dies andersherum sein. Im Kolonialismus und Imperialismus des Abendlandes exportiert das Abendland seine Vorstellung einer binären Geschlechtlichkeit in die Kolonien und verändert dort die Vorstellungen. Im frühen Islam, so Linda Hewitt, waren homosexuelle Handlungen nicht wieder natürlich. Ganz im Gegenteil, im Nahen Osten sind vor allem durch die Geschlechtertrennung gleichgeschlechtliche Freundschaften sehr wichtig und häufig die emotional bedeutendste soziale Bindung. Wichtig ist dabei eine Unterscheidung in den arabischen Ländern. Als männlich gilt, dass der Mann der aktive Part sein muss. Das ist ganz wichtig, das hat auch mit einem gewissen Machtverhalten zu tun. Aber wenn Männer sozusagen mit bartlosen Knaben oder verweichlichten Männern eine homosexuelle Praktik ausüben, dann ist das nichts Tabuisiertes. Die islamischen Rechtsschulen, so summiert sie, sehen in der Homosexualität, anders als im Christentum, keine Krankheit. Zitat: Das Wort Homosexualität wurde 1869 das erste Mal von einem Psychologen namens Karl Maria Kerteni geprägt, wobei er eine bestimmte sexuelle Veranlagung beschreiben wollte und Homosexualität erstmal als gängige sexuelle Gattung einordnete. Die arabische Sprache kannte bis zum 19. Jahrhundert weder ein Wort für Homosexualität noch für Heterosexualität, da es Konzepte, die Geschlechtlichkeit einer Wesensorientierung zuschrieben, gar nicht gab. Eben, sie existierten nicht. Und Bestrafungen bestimmter tabuisierter sexueller Handlungen waren im islamischen Bereich sehr, sehr schwierig, da man dafür vier Zeugen brauchte, die übereinstimmend und überzeugend die Handlung bezeugen konnten. Das bedeutete, dass der Orient gerade auch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert für Abendländer, die nun Neigungen zum gleichen Geschlecht hatten, sehr interessant waren. Viele europäische Männer gingen eben nun in zum Beispiel nach Algerien oder Marokko oder Tunesien, um dort ihre Vorlieben ausleben zu können. Der Orient wurde für europäische Männer mit diesen Vorlieben zum Mekka. Dorthin pilgerte man. Ich habe das letzte Mal Gustave Flaubert vorgestellt und ihnen erzählt, dass er eine große Orientreise unternommen hat, 1850. Und er hat sich lange auch in Kairo aufgehalten und schreibt über diesen Aufenthalt. Man steht zu seiner Sodomie. Und Gustave Flaubert schreibt offen über seine homosexuellen Erfahrungen im Orient und beschrieb Tänzer in Frauenkleidern, männliche Prostituierte und Hammambesuche, bei dem er während der Massage befriedigt wurde. Also etwas, was man so im allgemeinen Sinne oder normalerweise, denke ich, der normale Leser der Flaubertschen Romane so nicht weiß. Wir werden auch in ein, zwei Sitzungen den Roman von André Gide uns nochmal genauer anschauen, Limoralist. Für mich war das sehr interessant zu begreifen, dass die romantische Liebe mit ihrer Reduzierung
der möglichen Geschlechtlichkeit auf zwei Spezies, auf zwei angeborene Geschlechter, nämlich Mann und Frau, alle anderen geschlechtlichen Beziehungen exkludierte, ausschloss und damit diffamierte. Und das führte zu einer Verfolgung Homosexueller, gerade im späten 19. und dann im 20. Jahrhundert, die ganz furchtbar gewesen ist. Und wir wollen uns ausführlich eben das nächste Mal den Fall Oscar Wilde anschauen.